Aber Sie haben doch erst für morgen gebucht. Ja, aber leider muss ich schon heute fliegen. Das haben Sie mir ja nun schon dreimal erzählt. Nun hören Sie bitte mal genau zu. Die Maschine hat hier nur eine Zwischenlandung. Ja. Und ist voll ausgebucht. Nein. Wieso? Na, weil Sie vorhin selbst erzählt haben, dass hier noch drei Personen zusteigen. Aber dann ist sie voll ausgebucht bis auf den letzten Platz. Ja, und wenn ich nur umbuche auf erste Klasse, was kostet das? Die ist auch voll besetzt. Und Notsitz? Gibt's nicht. Aber Toilette, was kostet ein Klo bis Hongkong? Aber Sie können doch nicht auf dem WC. Oh, da kennen Sie mich aber schlecht. Stundenlang. Stundenlang. Im guten Buch? Sowas geht nicht. Unsere Toiletten wären anderweitig benötigt. Beim Nachtflug? Die meisten pennen doch sowieso und so viel zu fressen gibt's bei Ihnen auch wieder nicht. Also zum vierten Mal, ich kann Sie auf die Warteliste setzen und wenn durch Zufall einer von den drei gebuchten Passagieren nicht rechtzeitig kommen sollte, können Sie mit sonst nicht. Aber es ist doch noch gar keiner hier. Keine Angst, die kommen schon noch. Ist ja noch eine Weile hin bis zum Aufruf. Die Maschine ist ja noch gar nicht gelandet. Entschuldigung, bin im Moment allein. Der reinste Feldflugplatz ist das nach Mitternacht. Nicht mal der Schalter ist besetzt. Telefoniert gerade. Hinten. Ist alleine im Moment. Na, wir haben ja noch Zeit, nicht? Fliegen Sie auch nach Hongkong? Ja, das heißt, ich weiß noch nicht. Und dann stehen Sie ja nachts auf dem Flughafen, wenn Sie noch nicht wissen? Ja. Ich muss, wissen Sie, ich muss nach Hongkong. Aber mit dem Flugzeug, also ich weiß nicht, ob ich... Haben Sie Angst? Ja, ein bisschen. Du, der hat Angst. Brauchen Sie nicht. Nicht Angst vorm Fliegen direkt, also das macht mir gar nichts. Mir ist noch nie schlecht geworden, falls Sie das meinen. Nicht mal damals, als wir im Wirbelsturm waren und... ich mir rauskam. Sieh, so geht die Maschine da. So, so, so. Und dann wieder rauf und steil auf die Schnauze gestellt. Da fliegt aber alles ganz schön durcheinander in so einer Maschine. Kaffeetassen und Schnapsflaschen, Mäntel und Handschuhe, Stewardessen und Spucktüten. Und wissen Sie, wem als Einzigem an Bord nichts schlecht geworden ist? Mir. Als Einzigem. Wie es etwas nachließ und alle Stewardessen ohnmächtig waren, da bin ich eigenhändig mit dem Eimer ins Cockpit und hab dem Kapitän den Kopf gehalten. So schlecht war dem. Und bei mir? Nichts. Aber irgendwie ziehe ich das Unheil an. Vorher ist doch alles gut gegangen. Ja, sehr gut gegangen. Wir haben eine astreine Bauchlandung gemacht auf dem Schaumteppich, obwohl wir eine Düse verloren hatten und das Fahrgestell verklemmt war. Ist wirklich nichts passiert. Aber ich habe das Gefühl, ich ziehe das Unglück an. Also irgendwie kann ich ihn verstehen. Man hat ja manchmal so Ahnungen. Und jedes Mal, also Sie werden jetzt lachen, aber jedes Mal ist irgendeine Kleinigkeit, wenn ich fliege. Mal kriegt der Pilot einen Schlaganfall, dann fällt das Radar aus oder bei der Landung platzen die Reifen. Neulich, als wir vor Japan Notwasser mussten, ließ ich plötzlich mein Schlauchboot nicht mehr aufpusten. Irgendeine Kleinigkeit ist immer, wenn ich fliege. Jedes Mal? Regelmäßig. Und nun wollen Sie heute lieber nicht fliegen. Also, eigentlich wollte ich nicht, aber Sie haben mich beruhigt. Dummer Aberglaube. Ich fliege. Ja, sicher. Aber man sollte sich auch zu nichts zwingen. Ich meine, wenn man schon so ein unsicheres Gefühl hat... Nein, mein Gefühl ist wieder ganz in Ordnung. Meine,
Warum soll ausgerechnet ich das Unheil anziehen? Es waren ja immer auch eine ganze Menge andere Leute dabei und vielleicht hat einer von denen das Unheil angezogen und ich war nur rein zufällig. Guten Abend. Darf ich schon mal um Ihre Flugscheine bitten? Das kommt sofort jemand fürs Gepäck. Wir wollten nur Bescheid sagen, dass wir heute nicht fliegen. Meine Frau fühlt sich nicht so. Vielleicht morgen, übermorgen, wir werden im Stadtbüro Bescheid sagen. Na, Sie haben mein Glück, dann geben Sie mal Ihren Flugschein her. Oh, nein, das kann doch nicht. Der steht doch gar nicht. Ach du liebe Zeit, der hat unter falschem Namen gebucht, um Himmels Willen. Wer ist denn das? Der berühmte Lord Pancake ist das. Lord Pancake, das Ungeheuer, was soll ich bloß machen? 5-mal ist er bis jetzt mit unserer Gesellschaft geflogen und jedes Mal musste die Maschine notlanden. Der zieht das Unheil an.